Willkommen zurück zu Mega Man 4 für den Game Boy, dem wahrscheinlich geilsten Mega Man Teil aller Zeiten. Zumindest von denen, die für den Game Boy rausgekommen sind. Ich muss mal ein bisschen mein Headset runterschrauben, denn ich merke nämlich gerade, dass ich noch super auf Valorante-Einstellung war. Ja, gestern haben wir etwa 8 Stunden am Stück Mega Man gespielt, davon die meiste Zeit, war, glaube ich, hauptsächlich Mega Man 3, was mich ein bisschen geärgert hat. Dementsprechend wollen wir hier gleich weitermachen. Jetzt ist die Frage, wer ist denn wofür? Ich glaube, Zugmann ist gut für Kristallmann. Probieren wir es nochmal mit Kristall. Hoppla. Okay, das wollte ich nicht. Aber man kann irgendwie... Kommt man doch hier, glaube ich, wieder raus. Ja gut, okay, dann haben wir jetzt erstmal ganz kurz einen Mega-Fail. Man kann nämlich die, Stages wechseln. Jetzt muss ich erstmal eine Stelle finden, an der man auch sterben kann. Die ist es definitiv noch nicht. Die ist es. Ich war der Meinung, man konnte irgendwie mit einer Tastenkombination, je nachdem welchen Kasten man nimmt, mit einer bestimmten Tastenkombination die Stage wechseln. Oder die Stage wieder verlassen. Kann natürlich auch sein, dass sie es erst mit Mega Man 5 hinzugefügt haben. Weiß es gerade nicht. Mega Man 5 war mir sowieso immer ein bisschen suspekt. Aber what George? So wichtig ist, dass wir in die Stage Selection gehen. So. Jetzt können wir. Das war so ein bisschen der Fail. Oh. Oh, da wird eine Vorhersage gestartet. Schaffe ich es denn heute? Blechwalze stimmt für nein. Die Frage ist, schaffe ich Mega Man 1 bis 5? In einem Rutsch. Toll, den Energietrank da oben brauche ich nicht. Ich fange nicht mit 1 wieder an. Ich bin gerade so ein bisschen neugierig hier gerade. Gibt es hier einen Grund, warum der da steht? Überaus seltsam. Ah, okay, ja gut, okay. Das erklärt einiges. Das ist eine Mechanik, die muss man erstmal herausfinden hier an der Stelle. So, die Dinger machen hier solche Kristall-Pew-Pews. Da muss man ein bisschen... Nein, aufpassen. Geht schon wieder super gut los. Super gut. Wie Super Mega Man ultra gut. Das nur, weil ich hier rüber zu diesem P-Chip wollte. Weil ich bin der Meinung, es gibt noch ein weiteres Power-Up. Es gibt noch ein zweites Power-Up. Das, Es war so klar... Oh, fuck. Das war knapp. Das Power-Up, was wir nämlich jetzt aktuell haben, das ermöglicht es uns, dass immer wenn wir einen Energie-Dingsbums fallen lassen, dass dann automatisch die Waffe, die am wenigsten Energie hat, aufgefüllt wird. Das ist natürlich mega lustig, weil selbst wenn einer nur ein Stückchen verloren hat, ist das gar kein Problem. Das Ding kümmert, also unsere Waffen kümmern sich drum. Ich bin ein bisschen verwirrt, hier kommen so wenig Gegner. Auch wichtig, man muss den unteren, den Kopf angreifen, nicht den Körper, sonst verkackt man. Und hier wird man nicht. Sondern man... nur einen anderen Punkt. Wir müssen hier so ein bisschen... Fuck, ich wollte gerade noch weg. Wir müssen hier nämlich ein klein wenig Umwege laufen, weil wir müssen diese komischen Wily Münzdinger sammeln. Diese Marken, die man jetzt hier nicht gesehen hat bisher. So, beziehungsweise... Oh, wenn er leuchtet, ist er unzerstörbar. Auch gut.
gar kein Problem. Das sah jetzt erstmal super kritisch aus und super fail, aber ja, das war auch super fail. Lag aber auch daran, dass ich mich hier an manchen Stellen so ein bisschen dolle umnutzen lassen habe. Weil Mega Man 4 ist insgesamt so einer der einfacheren Mega Man Teile. Auch wenn es vielleicht nicht unbedingt so aussieht, aber der ist super easy. Vor allem, weil man halt eben so viele Power-Ups hat. Man hat halt eben den ordinären Energietank und man hat halt eben auch den nicht so ordinären Energietank. Und man hat den Supertank. Der Supertank ist eh noch der krasseste von allen. So, diesmal mache ich das nicht. Diesmal gehe ich dann doch hier lang. Weil... Nee, der ist unverwundbar, wenn er leuchtet. Weil hier müssen wir nämlich rechts lang, damit wir nämlich da oben zum Weg kommen. So, ich sag ja, hier muss man ein bisschen Umwege laufen, sonst geht das nicht. Und die braucht man, diese Dinger braucht man auf jeden Fall, um in der letzten Stage weiterzukommen. Die letzte Stage ist natürlich wieder eine Wily Stage, wie soll es anders sein? Aber die hat ein Schloss. Und dieses Schloss kann nur geöffnet werden, wenn auch wirklich alle diese Wily-Marker gefunden wurden. Sehr schön, den habe ich gerade eben sogar doppelt gekillt. Tjo, was kommt denn hier jetzt noch? Ah, das ist eine von diesen Stellen, wo man sich aussuchen kann. Gehe ich jetzt oben lang oder gehe ich jetzt unten lang? Ich gehe einfach mal oben. Ich gehe einfach mal oben lang. Auch wenn da diese Mäuschen sind. Und ich weiß auch gar nicht, ob der Weg oben auch wirklich der einfachere ist. Ich glaube, es gibt hier gar keinen einfacher oder schwer. Wie mir gerade sehen konnte. Auch hier kommen Sachen von oben runter gefallen. Alter, ich krieg das irgendwie mit dem Leiterklettern hier heute nicht hin. So, genau, Mega Man 4 hat das nicht so wie Mega Man 3, dass man so viele Pixel-Perfect-Jumps hinbekommen muss. Ja, Pixel-Perfect. Ein bisschen Spielraum hat man ja schon. Oh. Das war irgendwie seltsam. Das war jetzt gerade ein bisschen kurios. Egal, Mega Man 4 mag mich, glaubt mir. Wir bekommen ohne Probleme alle Lebenspunkte wieder zurück und das beim nächsten Gegner. Na gut. Man darf ja wohl noch träumen. Ah, okay. Das war blöd. Ich hätte einen Pattern eher springen müssen. Egal. Erstmal wieder wach werden. Ich hatte heute erst einen Kaffee. Das kann ja nicht gut werden. Und auch so ein Punkt ist, dass ich nämlich total verkrampft mit meiner Hand spiele. Das ist nämlich der Hauptgrund. Ich muss hier auch mit dem 8-Wege-Pad spielen. Was ich mal ganz gerne machen würde, wäre mir so einen Super Nintendo USB-Adapter holen. Einfach nur um halt eben das richtige SNES und Gameboy-Feeling zu bekommen. Man konnte ja Gameboy-Spiele ja damals auch auf dem Super Gameboy spielen. Da hat man quasi Cartridges einfach nur in den Super Nintendo gescheckt. Fand ich mega cool, hatte ich nie. Die Dinger sind, glaube ich, auch gar nicht mehr so günstig. Das waren sie schon früher nicht. Papa und Mama haben immer gesagt, nee, du kriegst das nicht. Aber trotz allem. Also, nein! Oh, ich sag ja, 8 Wege, Pet. 1 Millimeter zu
tief runter gedrückt. Und dann wird auf einmal aus einem Sprung ein Slide. Deswegen, also tatsächlich, es ist gar nicht so geil, das Spiel hier mit aktuellen Controllern zu spielen. Also ich spiele ja wie gesagt gerade mit dem Xbox-Controller und wenn man halt eben den rechts, also wenn man rechts oder links ein bisschen zu doll versetzt drückt, dann registriert er das als links unten oder rechts unten und dann wird halt eben wie gesagt aus dem Sprung eher so ein schieb mich durch die Weltgeschichte und töte meinen Spieler. I kill my user. Wie man in der Welt von Tron sagen würde. Bei dem, bei diesem Steinchen, das hat seinen Grund, warum ich da so warte. Weil, wenn ich den nämlich, wenn ich einfach losspringe, dann kann es sein, dass bei dem, dass bei dieser Aktion, wo der noch am Rütteln ist, man nämlich, gelockt wird mit dem Sprung. Man kriegt man keine hohen Sprünge. Dann bekommt man keine hohen Sprünge mehr hin. Okay. Also wir könnten eigentlich einen Kill-Timer, einen Kill-Counter oder einen Death-Counter einfügen. Ich glaube, den fügen wir bei Mega Man 5 ein, weil Mega Man 5 ist der Teil, an den ich mich am schlechtesten erinnere von den ganzen Mega Man-Teilen. Ich habe noch nicht einmal die Hälfte der Stage geschafft, gerade beim letzten Durchlauf. Egal, das Spiel, wie gesagt, das mag mich. Es gibt mir gleich Life Points. Und dann ist alles gut. Es macht alles das, was Mega Man 3 nicht macht. Bei Mega Man 4 ist nämlich das beste Spiel. Beste Mega Man. Okay, der rutscht hier eh runter. Der allerbeste Mega Man von allen. Glaubt ihr mir nicht? Na, wartet's mal ab. Ich glaube, Mega Man 4 ist auch der erste Mega Man Teil auf dem Game Boy, der nicht nur die Robot Master drin hat. Also er hat mehr als eine Wily-Stage, also nicht nur einfach nur so einen billigen Boss-Gegner am Rande der Existenz, sondern hat eine richtige Wily-Stage, beziehungsweise ein paar Wily-Level. Ich glaube zwei Wily-Level gibt es und das Coolste, man hat hier die klassischen Mega Man Refights. Ich glaube, das hatte auch damit zu tun, dass das Mega Man nicht mehr für den NES rauskam, sondern nur für den SNES zu dem Zeitpunkt, als Mega Man 4 rauskam. Obwohl, das kann auch hart gelogen sein. Und ja, auf jeden Fall hat man so ein bisschen den Game Boy vernünftig ausreizen können. Und da hat man halt eben ein richtig korrektes, vollständiges Spiel draus gemacht. Also nicht so was Halbes wie Mega Man 1, nicht so was Mittelwertiges wie Mega Man 2 oder etwas einfach nur lächerlich Übertriebenes wie Mega Man 3. Nein, dieses Spiel, würde ich behaupten, ist so der Schwierigkeitsgrad Standard Mega Man. Sag ja, ich muss noch wach werden erstmal. Ich muss erstmal wach werden. So, jetzt wird's aber Zeit hier. Hep. Also irgendwas stimmt heute nicht mit mir. Nebenbei, das sollte eigentlich ein Sprung werden, was ich gerade gesehen habe. So,
Wisst ihr was? Ich glaube, ich fange nochmal neu an. Es wird ja gerade katastrophal peinlich. Wie bin ich denn gestern so schnell hierher gekommen? Oder hierhin gekommen? Wenn ich schon die ersten zwei Sprünge verkacke. Ja, ultra hardcore, mega peinlich. Dann könnt ihr auf jeden Fall die Kanalpunkte auf Nein setzen. Als ob ich Mega Man 4 und 5 heute noch schaffen werde, wenn ich weiter so spiele. 15 Minuten an so einer Trash-Stage wie die von Crystal Man. Tatsächlich muss ich aber auch sagen, die Stage von Crystal Man ist auch insgesamt, glaube ich, so die schwierigste von den ganzen. Dafür ist er selber mit den Dashes, die wir von Zugmann bekommen haben, gar nicht mehr so schwierig. So, das sieht doch schon vielversprechender aus an vom Try her. So, runter da. Energietanks brauchen wir nicht. Haben wir alle, weg mit dir. So. Seht einmal, so soll das aussehen. Allmählich habe ich das Gefühl, ich werde wieder wach. Sollte ich nicht sagen. Und nicht zu laut sagen. Ja genau, das hat so diesen Fall von Neox damals, mit dem ich bin schon wieder nüchtern. Hat kein gutes Ende genommen. Also für uns schon, für ihn nicht. Soho! Wir bleiben dabei. Ich will den Weg dort oben schaffen. Wie gesagt, es gibt hier eh keinen Hard Mode oder so. Schon wieder nimmt er den Sprung nicht an. Wie ich auf Anschlag runterdrücke. So langsam wird's lächerlich. Komm schon. Das machen wir jetzt hier. Oh, wie dreckig. Die Maus ist zu klein. Dieser Knockback, den Mega Man hier macht, der beim Schießen, der ist ein bisschen abnervt. Da kam ich nicht mehr durch. Hallöchen, Walle. Schön, dass du da bist. Da kam ich nicht mehr durch, weil ich hab hier gerade eben das Sprungpattern versaut, weil, Wie man halt eben vielleicht nicht auf Anhieb gesehen hat, diese Spikes, die da so runter tropfeln. Hä? I didn't expect Wily to... Ah, okay. LOL. Ich habe nicht erwartet, dass Wily so stark ist. Ich habe keine andere Wahl, als deinen Megabuster zu verbessern. Ich wusste doch, da kommt noch ein Upgrade. LOL! Das wusste ich nicht mal. Das ist Mega Man 4 für den Game Boy. Das wusste ich nicht mal. Dass es so etwas gibt, dass wenn man zu oft failt... The fuck? Der Megabuster wurde einfach verstärkt, weil ich zu oft in einer Stage gestorben bin. Das ist ja krass. Nee, das finde ich jetzt aber echt auch ein bisschen zu übertrieben
bescheuert. Ein bisschen. Weil irgendwie muss ja auch eine Challenge entstehen. Und ich bin einfach nur nicht wach genug für dieses Spiel. Das ist alles. Mehr ist das gar nicht. Weil ich habe gestern ja schon Mega Man 1 bis 3 durchgespielt und die ersten 5 Robot Master von diesem Spiel. Von daher, es wäre ja seltsam. Und ohne Witz, Mega Man 4 ist wahrscheinlich der Teil, den ich mit am häufigsten, also neben Mega Man 2 am häufigsten durchgespielt habe. Deswegen kann ich mich hier an einige Sachen noch erinnern. Und dass ich so dermaßen verkacke, dass das Spiel mir sogar noch unter die Arme greifen muss, das ist echt eine, wie gesagt, das kannte ich nicht einmal. Ich wusste gar nicht, ich wusste, dass es noch ein zweites Power-Up-Item gibt. Aber ich wusste nicht, dass es noch, dass das Spiel ab einer gewissen Anzahl Continues oder so halt eben sagt, ja sorry, du bist zu schlecht für dieses Game. Hier, nimm den Easy Buster. Nenn jetzt Easy Buster. Boah, ja, das wäre... Da hat er einfach den Slide geblockt. Und am Ende ist es nur so ein Placebo-Effekt. In Wirklichkeit hat sich eigentlich gar nichts getan an der Stärke des Megabusters. Sondern der Megabuster ist genauso stark wie vorher auch, aber man versucht dem Spieler jetzt so ein bisschen dagegen zu reden. Es gibt so, das sind solche kleinen Tricks, die machen Entwickler ganz gerne mal. Zum Beispiel bei Bioshock, die Gegner, die hinter einem stehen, schießen seltener als die vor einem Charakter. Das machen Entwickler halt eben ganz gerne mal. Nein! Ich dachte mir noch so, das war eine ganz schlechte Idee. Ach, diese random Fallsequenzen. Ich glaube, ich gehe jetzt einfach mal unten lang. Weil wir haben jetzt, glaube ich, schon alles gesehen für diese... Das ist doch wohl ein Witz. Ich gehe mal unten lang. Nein! Ach, Mann! Ich Shortjumper an der Stelle auch noch. Wie beschränkt... Ich glaube, ich muss mir gleich erstmal... Ja, das mache ich, glaube ich, mal eben schnell. So, hier kann ich einmal... Oh, nee, kann ich nicht. Da kann ich einmal kurz nach vorne greifen und mir einfach mal eben schnell einen Schluck Kaffee gönnen. Einmal den Zaubertrank der Starken. Jetzt bin ich Obelix. Und laufe hier einfach matchend durch. So. Kein Tod. Na gut, das mit dem Schaden habe ich zum Glück noch nicht ausgesprochen. Piu, 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 piu. Nice. Nicer Dicer. Okay, wie gesagt, wir kriegen das jetzt hin. Zumindest bis zur Halftime. Kommen wir jetzt. Wäre doch gelacht. Also ausgerechnet der zweite einfachste Mega Man-Teil für ein Game Boy. Jetzt auf einmal mein Erzfeind wird, das will ich einfach nicht glauben.
Auf Time! So, wie schon angekündigt, wir gehen jetzt einfach mal runter und gucken, was hier passiert. Oh, das war ja sehr schlau von mir. Merke ich gerade. Das war eine richtige Trap-Stelle, an der ich hier gerade eben gefällt bin. Okay, ich gehe oben lang. Oben kennen wir jetzt den Weg. Das war eine richtige Trap-Stelle. Weil ich hätte mit dem Steinchen runter gemusst. Dann einmal nach rechts ausweichen. Den Gegner besiegen. Und dann erst hätte ich weiter gekonnt. Aber nein. Ich mach das lieber anders. Ich realisiere das überhaupt nicht. Und sterb dabei dann einfach. Classic. Schon wieder! Ohne Witz, ich meine, das hier ist links drücken, ja, und das hier ist wirklich nicht ganz hundertprozentig links, sondern, an rechts drücken meine ich. Sobald ich nur ein bisschen falsch aufdrücke, macht er aus dem Sprung diesen scheiß Dash, das nervt so. Und ich spiele halt eben nicht mit dem mit dem Analogstick, sondern ich spiele halt eben schon mit dem Pad, um halt eben genau solche Sachen nicht zu haben, die ich hier gerade habe. Ich glaube, ich wechsle offscreen irgendwann gleich bald demnächst einfach auf den PlayStation 5 Controller oder so. Alter, macht das Schaden. Damit mir genau sowas nicht nochmal passiert, weil da sind nämlich noch die Tasten vernünftig getrennt. Ohne Witz, das nervt nämlich voll, wenn ich halt eben einfach... Ich spiele halt eben nicht mit dem ganzen Daumen, sondern mit der Daumenspitze und... Ach, das war selbst schuld. Das war so selbst schuld. Aber wenn ich... Wie gesagt, wenn ich diese Erhöhung... Ach, so ein scheiß Xbox-Controller, ganz ehrlich, das ist so ein... Oller Xbox 360 Controller und die Dinger sind einfach so dermaßen großer Rotz. Ich habe mir einen Xbox Controller deswegen genommen. Also, oder gekauft, weil es mich abnervt, dass ich erstmal bei den ganzen Spielen und so weiter auf dem PC erstmal die Y oder Z oder, keine Ahnung, Ananas-Taste suchen muss. Ja, wenn es irgendwelche Quicktime-Events oder sowas gibt, schon wieder ist es passiert, irgendwelche Quicktime-Events gibt. Ich glaube, ich spiele einfach mit der Tastatur. Ich glaube, das ist um einiges angenehmer und einfacher. Und deswegen habe ich mir einen Xbox 360 Controller geholt. Aber ich bin eigentlich überhaupt kein Fan von den Xbox Controllern. Ich finde den PlayStation Controller einfach so schön massiger. Er fühlt sich gut an. Man hat irgendwie nicht das Gefühl, dass man, keine Ahnung. Also ohne Witz, wenn es um Controller geht, geht nichts, wirklich gar nichts über den PlayStation Controller. Egal welcher PlayStation Controller. Selbst der PlayStation 1 Controller ist angenehmer als jeder Xbox Controller.
Und wie gesagt, gerade bei diesen Trackpad-Aktionen, Trackpad-Aktionen sage ich schon, bei den D-Pad-Aktionen, auf dem Xbox 360-Controller ist nämlich das D-Pad eine runde Scheibe, auf denen links, rechts, oben, unten eingezeichnet ist. Das ist so eine Scheibe. Und dadurch, dass es so eine Scheibe ist, kann es halt eben passieren, dass wenn man diese Scheibe an einer gewissen Stelle zu leicht, zu doll runterdrückt, dann denkt das Spiel, ah, okay, rechts unten oder ah, okay, links unten oder man drückt halt eben nicht runter und dann passieren halt eben andere Dinge. Und das ist halt so der Grund, warum ich hier ständig diese dieses Slides versaue, weil ich halt eben die ganze Zeit felsenfester Überzeugung bin, dass ich halt eben links oder rechts drücke. Wenn ich halt eben, das ist Mega Man, ich sehe ja, wenn ich nach rechts gucke beispielsweise, muss ich nur nach unten drücken und B und A drücken. Sprung ist ja A auf dem Gameboy. Und dann strife ich, dann slide ich hier rüber. Ja, runter, ganz hart runter und dann A. Und das Ganze ist gegessen. So, wenn ich also nach links und A drücke, dann ist ja eigentlich schon von meiner Seite aus, ist schon fast logisch, dass ich versuche, das nächste Mal zu springen und nicht zu sliden. Wobei man natürlich auch im Laufen sliden sollte, können sollte. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und versteht, warum ich hier so frustriert gerade bin bei diesen Jumps. Weil wie gesagt, ich will einfach, vor allem ich will ja nur rechts langlaufen und dann irgendwie hoch springen und der macht einen runter draus, weil ich dann halt eben minimalen Druck auf halb auf halb rechts unten drücke. Das ist wirklich schon halb rechts unten an der Stelle. Und das frustriert mich nur minimal. Oh Gott, ich muss gerade erstmal realisieren, dass ich das geschafft habe. So. Not again. Oh, das ist auch dreckig hier. Und hier sind diese Sprünge, auch wenn das Animationen sind, tausendmal angenehmer als bei Mega Man 3. Muss man mal erwähnt haben. Man hat halt eben nicht diese Frame-Perfect-Momente. Dass wenn man in einem, dass man halt eben in einem Zwischenframe landet, der das als berührt definiert, da kann ich nicht durch, war klar, als berührt betitelt, sondern das ist einfach richtig, richtig vernünftig gemacht. Oh lol. Ist da was? Komm. Nutzen wir ja sonst nie. Und, boah, schon wieder solche Blind Jumps. Blind Jumps. What the fuck?